Hi ihr Lieben, heute habe ich 6 Tipps für euch, mit denen man bei extrem kaltem Wetter gut aussieht. Also Wetter, bei dem man eigentlich nur Lust hat, sich auf der Couch mit einer dicken Wolldecke einzukuscheln. Man muss aber leider raus und hat sogar keine Lust, am kalten Bahnsteig zu stehen mit roter Schniefnase. Es zieht und man will eigentlich nur ins Warme. Und am Ende des Videos seid ihr zumindest stylingtechnisch vorbereitet auf einen langen, kalten Winter und kriegt Lust auf tolle winterliche Layering-Outfits. Und apropos Layering, das ist auch schon mein erster Tipp, dünne Schichten layern. Wenn es extrem kalt ist, dann greift man ja gerne mal zur dicken Steppjacke oder Daunenjacke, wie hier. Das hält einen auch auf jeden Fall warm, wenn es extrem kalt ist, nur man sieht halt leider aus wie der Marshmallow-Man. In diesem Fall wie der braune Marshmallow-Man, was es auch nicht besser macht bei diesem braunen Ton. Sind wir mal ehrlich, wenn es extrem kalt ist, starte ich immer mit einem dünnen Hemdchen. Dünnen Hemdchen ist, glaube ich, was anderes, aber naja, was ich meine, ist sowas hier. Und zwar besteht das hier zu 100% aus Baumwolle. Es ist ein ganz dünnes Material, das überhaupt nicht aufträgt. Also ich liebe diese Hemdchen von Hanro. Die trage ich bestimmt schon seit 10 Jahren. Also das hier ist mit Spitze. Ganz süß, aber ich habe auch ganz viel ohne Spitze. Und ich sehe gerade, da ist auch schon ein Loch drin. Aber die sind super so als erste Schicht. Und darüber ziehe ich dann meistens ein Unterzieh-Shirt mit Rollkragen an. Manchmal auch ohne Rollkragen, wenn ich da keine Lust habe oder wenn ich halt einen Pulli an habe, unter dem ein Rollkragen einfach blöd aussieht. Und bei diesen Unterzieh-Shirts greife ich auch nur zu solchen aus Naturmaterialien oder naturähnlichen Materialien. Meistens sind die aus Viskose bei mir. Das ist ja ein naturähnliches Material, in dem die Haut atmen kann, in dem man einfach nicht so leicht ins Schwitzen kommt. Denn man will diese Schichten ja auch den ganzen Tag tragen. Skiunterwäsche zum Beispiel besteht ja aus Polyester. Das hält man einfach nicht den ganzen Tag aus oder ich nicht. Ich bin da sehr empfindlich. Wenn man eine sehr extreme Frostbeule ist, dann ist das vielleicht das Richtige. Man kann jetzt über so einem Unterzieh-Shirt mit Rolli auch super eine Bluse tragen beispielsweise. Hält einen sicherlich genauso warm wie ein dünner Pullover, sieht aber einfach mal anders aus und hat so ein bisschen diese 70s-Vibes, die ich immer so liebe. Unten herum dasselbe, da layere ich auch sehr gerne, damit ich auch im Winter zum Beispiel Röcke oder Kleider tragen kann. Also ich trage gerne Strumpfhosen. Wenn es nicht so kalt ist, sowas wie hier, das ist, meine ich, 50 Denn, das heißt noch leicht transparent. Dann, wenn es etwas kälter ist, man kann auch zu 80 Denn zum Beispiel greifen, das ist dann schon blickdicht. Oder man nimmt eine Thermostrumpfhose, die habe ich schon seit 5 Jahren mal bei Aldi gekauft. Oh, ich liebe dieses Ding. Man sollte sich nur überlegen, wenn man Single ist und ein Date plant oder sowas, sollte man sich überlegen, ob man sowas anzieht. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Aber ansonsten ist sowas super. Und dann kann man nämlich darüber einen Rock layern und dann Stiefel, die unter dem Rock verschwinden. Dann sieht man auch die hässliche Strumpfhose nicht. Und wenn man die extremste Frostbeule aller Zeiten ist, könnte man jetzt theoretisch noch eine lange Angora-Unterhose tragen. Ich habe jetzt keine, die ich euch vorführe. Allerdings rate ich davon ab, wenn man vorhat, sich irgendwann im Laufe des Abends vor einer anderen Person auszuziehen, dann lässt man das auch lieber bleiben. Beim zweiten Trick geht es darum, sich etwas schlanker zu schummeln, wenn man viele Schichten trägt. Und zwar, indem man sich optisch das Bein verlängert. Das kriegt man hin, indem man Stiefel oder Stiefeletten trägt, die einen ähnlichen Farbton haben wie Strumpfhose oder Hose. Oder einfach farblich oder von der Helligkeit des Farbtons nicht zu stark abweichen. Also zum Beispiel wie hier, da habe ich dunkle Töne miteinander kombiniert. Die Töne an sich sind eigentlich egal, Hauptsache sie sind beide dunkel. Ihr könntet jetzt auch einen hellen Ton wählen, zum Beispiel weiß zu einer hellen Jeans, das zeige ich euch auch mal hier, oder einfach, ja, sagen wir mal, einen mittelgrauen Stiefel zu einer mittelblauen Jeans. Das Beispiel habe ich jetzt gerade nicht da. Dann könnte man jetzt auch eine Stiefelette nehmen, die einen kleinen Blockabsatz hat, der bequem ist, bei dem man sich nicht bei Blitzeis auf die Nase legt und der auch zusätzlich das Bein verlängert. Dann würde ich auch darauf achten, dass man den Knöchel erkennen kann am Bein, das verlängert auch immer das Bein. Ich rate ja immer dazu, Cropped-Hosen zu tragen, damit man so diese schmalste Stelle des Beins sieht, denn das verlängert optisch das Bein. Im Winter kann man das natürlich nicht machen, aber was man machen kann, ist zum Beispiel, wenn man jetzt eine Skinny Jeans trägt, einfach darauf achten, dass die Stiefelette unter dem schmalsten Teil des Knöchels endet. Das lässt einen schlank aussehen. Oder wenn man jetzt zum Beispiel eine Cropped-Hose trägt, dann trägt man darunter einen Stiefel, der auch nah am Knöchel anliegt, also zum Beispiel ein Sockboot
Oder einfach ein Stiefel, der sehr schmal ist, der einen sehr schmalen Schaft hat oder eine Stiefelette. Das lässt einen auch insgesamt schlanker aussehen. Zunächst der Tipp, Füße warm halten. Also warme Füße sind ja die halbe Miete im Winter, um insgesamt schön warm zu bleiben. Und man möchte ja nicht immer in Schneestiefeln durch die Gegend rennen, also zumindest ich nicht. Oder in so Moonboots oder Uggboots oder was auch immer. Deswegen lege ich mir eigentlich in alle meine Schuhe und Stiefel, egal ob Sneaker, schicke Stiefelette, was auch immer, diese Einlegesohlen rein. Ich mag die mit Lammfell besonders gerne. Die sind halt schön kuschelig weich. Das gibt es hier aber auch mit Aluminium, wenn man das nicht so mag. Ach, ich liebe das einfach. So angenehm. Und das macht wirklich so einen Unterschied. Ja, und man kann halt einfach auch mal einen schickeren Schuh tragen, ohne direkt zu erfrieren. Dann nächster Trick, Accessoires hinzufügen. Im Winter ist das Outfit ja meistens ein bisschen langweilig. Man trägt fast immer denselben Mantel, fast immer dieselben Stiefel. Und das macht ja schon 90% des Outfits aus, in dem man ständig gesehen wird. Und Accessoires machen einfach das Ganze ein bisschen interessanter und am besten Accessoires, die einen auch noch warm halten. Ja, wie zum Beispiel dieses Wollcape, das man einfach über den Mantel drüber zieht. Das ersetzt den Schal und man hat noch eine zusätzliche Schicht aus Wolle. Es ist dadurch auch etwas schwer, dieses Cape, aber wenn einem kalt ist, ist einem das auch egal. Besteht, ich schaue jetzt nochmal zu, 70% aus Organic Wool, also Bio-Wolle. Welche Wollart steht hier nicht, aber 30% Alpaka. Ja. Also da ist Kälte kein Thema mehr, wenn man so ein Cape trägt. Dann kann man auch zum Beispiel einen schönen Gürtel über einen Mantel ziehen. Das lässt dein Outfit auch direkt ganz anders aussehen. Man hat nicht nur den langweiligen Mantel, sondern dieses Accessoire, das auch das Ganze so ein bisschen auf Figur bringt. Und was ich auch gerne trage im Winter und eigentlich immer, sind Statement-Ohrringe. Also wer mich länger kennt, weiß, dass ich immer irgendwelche fancy Ohrringe trage. Und ja, Ohrringe sind halt der einzige Schmuck, den man sieht im Winter, wenn man dick eingepackt ist in Mantel, Mütze, Schal und so weiter. Und ja, warum nicht einfach ein paar schöne Ohrringe tragen? Ich muss aufhören, an dieses Mikro zu fassen. Und dann ganz wichtig, damit man bei Kälte auch noch auf seinem Smartphone rumdaddeln kann. In der heutigen Zeit schafft es ja kaum jemand, 5 Minuten ohne auszukommen. Ich habe diese Handschuhe hier gefunden. Ich habe noch nicht einen Zettel abgemacht, denn ich weiß noch nicht, ob ich sie behalte. Sie passen nicht so gut zu meinen Mänteln, aber vielleicht ja zu euren. Ich probiere mal an, schaut mal. Hält jetzt nicht so super warm, aber ist witzig und hält halbwegs warm und ich kann schön daddeln. Also die finde ich ganz schön. Die sind übrigens aus der Kooperation von H&M und nicht Pringles, sondern Pringle of Scotland. Pringles ist was anderes. Genau, die finde ich also echt ganz süß. Die Pullis aus der Kooperation finde ich nicht so toll. Die haben viel Acryl. Der nächste Trick, um gut auszusehen bei Kälte, ist ein Statement-Mantel. Man wird ja die meiste Zeit im Winter in seinem Mantel gesehen. Und klar, wenn man einen Basic-Mantel hat, wie ein Camel-Coat, sieht immer super aus, ist man immer top gestylt, aber ist halt auch ein bisschen langweilig auf Dauer. Und so ein Statement-Coat macht ja ein Statement. Oh Gott, was rede ich hier wieder? Also ich habe diesen Mantel bei Zara gefunden und ich bin schwer begeistert davon, denn der ist so ein bisschen, hat diese Chanel-Balmain-Vibes und man muss halt hier ein bisschen drauf achten. Ich habe den in S gekauft, da ist nicht viel Platz. Also so ein Strickpulli wie dieser würde jetzt nicht darunter passen. Also am besten immer eine Nummer raufgehen bei Mänteln. Aber ist ein cooler Mantel, so als Alternative zu einem Basic-Mantel, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Camel-Coat habt. Und dieser Mantel hat jetzt eine knieumspielende Länge. Das ist so die unkomplizierteste Länge, die auch den meisten Frauen steht. Und man kann so einen Mantel zur Jeans, zum Rock tragen. Allerdings nicht zum Midi-Rock, da sieht ein langer Mantel besser aus. Aber lange Mäntel sind nicht so einfach im günstigen Bereich zu finden. Denn da braucht man schon wirklich einen richtig guten Schnitt, damit man nicht darin versinkt. Also es muss halt wirklich auch so ein bisschen körpernah geschnitten sein oder sieht an den meisten Frauen besser aus. Also so ein riesen langer Egg-Shape-Mantel sieht an den meisten leider nicht so gut aus. Da muss man dann einfach ein bisschen mehr Geld investieren und vielleicht dann statt bei Zara bei Celine oder ähnlichem gucken. Das ist dann halt eine Investition für viele Jahre. Vom Statement-Mantel zum Statement-Lippenstift. Warum Lippenstift? Ja, man zeigt ja bei extremer Kälte weder viel von seiner Figur noch von seinen Haaren. Man ist halt sehr vermummt. Aber was man halt immer sieht, sind die Lippen. Also warum nicht einen tollen Lippenstift tragen? Und ja, im Zweifelsfall ist immer Rot das Richtige. Vor allem, wenn man im Winter sehr triste Farben trägt, wie Schwarz, Grau, Beige, Camel, dann sieht so ein roter Lippenstift in einer Nuance, die gut zu einem selbst und den eigenen Hautuntertönen passt, richtig gut aus. Was ich auch immer gerne im Winter mache, ist ein bisschen Bronzer zu tragen. Ja, wenn die Haut die Sonne lange nicht gesehen hat, dann, also ich liebe diese Sticks hier. Ich zeige euch mal, wie ich das immer mache. Oh Gott. Das ist jetzt mal was wird. Ich habe ja noch nie sowas auf YouTube gemacht mit Make-up. Also irgendwie so. Ich liebe die Sticks, weil die so idiotensicher sind. Mit Puder, Bronzing-Puder komme ich irgendwie nicht so klar. Ich finde, das sieht immer so
unnatürlich aus. Und hier kann man nicht viel falsch machen. Einfach verblenden, verblenden, verblenden. Und schwupp, sieht man schon ein bisschen lebendiger aus im Winter. Aber ihr denkt jetzt auch, was ist das für ein Banause, Make-up-Banause. Aber ich finde es nicht schlecht. Es macht immer schon einen Unterschied. Wo wir jetzt gerade bei Make-up sind, ich benutze auch gerne einen Highlighter in Stickform. Auch so ein bisschen auch wieder über die Hoden sicher. Und den hier habe ich bestimmt schon 5 Jahre. Der ist bestimmt schon abgelaufen. So 2016 oder so. Hier steht nichts. Das ist bestimmt noch okay. Riecht zumindest nicht schimmelig oder ähnliches. So, zack, hat man einen schönen Winterglow. Und auch wenn man friert, sieht man zumindest gut aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an meinen Winterstyling-Tipps. Ich verlinke euch jetzt hier mal mein Video mit den 6 wichtigsten Basics für Herbst-Winter, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und wenn ihr weitere Fashion-Videos von mir sehen wollt, sie kommen jeden Freitag um 16 Uhr, dann abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr dieses Video mochtet, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen und hoffe, wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.